Heute ist der 8.1.2019. Mein Name ist Lothar Lange und spreche zu der babylonischen Sprachverwirrung bezüglich der Wörter Semiten, Juden, Sepharden, Aschkenasen, Mizrachim, Kasaren und Zionismus. Diese Wörter hatten jeweilige Entstehungsgeschichten, politische, geografische, religiöse, völkerkundliche Bedeutungsgehalte und werden im heutigen Tagesgeschäft politisch-publizistischer Anwendungen, propagandatauglicher Sprachmuster modernisiert, konnotiert. Die Etiketten Semiten, Judentum, Sepharden, Aschkenasen und Kasaren mit anderen Bedeutungsgehalten gefüllt für kampagnentaugliche Parolen. Diese umgedeuteten Wörter und dann mit der Phalanx der staatlichen als auch der privaten Medien uns als Common Sense oktroyiert. Die Differenz zwischen ursprünglicher Geltung dieser Wörter und dem, was uns heute als angeblicher Bedeutungsgehalt insinuiert wird, lässt auf das Ausmaß eines pervertierten Umgangs mit Wörtern und Nachrichten mittels Political Correctness Sprachdressuren diesbezüglich deutlich. Wörter, die ewige Zeiten wissenschaftlich tradierungsfähig allseits anerkannte Signifikanzen zugesprochen bekamen, werden für machtpolitische konjunkturelle Ränke zu Kampfbegriffen umgeformt, geradezu in ihrem Bedeutungsgehalt häufig diametral interpretiert. Das ergibt die kakophonische Debatte um die Wörter Semiten, Juden, Sepharden, Aschkenasen, Kasaren und Zionismus, um eine Präzisierung der eigentlichen ursprünglichen Ideengehalte dieser Wörter zu ermöglichen, möchte ich hier eine kürzestmögliche lexikalische Darstellung dieser Begriffe versuchen, im historischen Abriss zu klären. Erstens, zu den Semiten zählen, sagen die Sprachwissenschaftler, die Völker, die eine semitische Sprache sprechen. Im Altertum bewohnten Völker, die semitische Sprachen sprachen, wohl zunächst die arabische Halbinsel. Völkerwanderungen brachten sie nach Mesopotamien, Syrien und Kanaan, Ägypten, Eritrea, Äthiopien und mit der phönizischen Kolonisierung bis an die Küsten des Mittelmeers. Es wird vermutet, dass sie ursprünglich aus dem Nordostafrika kamen. So gehören nach der Auffassung der Sprachwissenschaftler diese Völker kulturanthropologisch zu einer Gruppe semitischer sprachiger Völker. Zweitens, der deutsche Historiker August Ludwig von Schlözer prägte dann 1781 den Begriff Semiten, führte aus,
dass das wesentliche allgemeinverbindliche Merkmal der Semiten mit Bezug auf die Völkertafel der Genesis die monotheistische Religion sei. Er argumentiert, die Bibel führe die Abstammung Abrahams auf Sem, den Sohn Noahs, zurück. In Anlehnung daran bezeichnete man in biblischer Zeit alle Völker des Nahen Ostens, die sich als Nachkommen Abrahams betrachteten, als Söhne des Sem. Zu den Semiten zählen zum Beispiel die Araber, Malteser, Babylonier, Assyrer, Aramäer, Hebräer, Kanaaniter. Wissenschaftlich betrachtet steht das Wort Semiten, also nach Schlözer, für Völker jener Region, die eine monotheistische, mosaische, spirituelle Orientierung praktizierten, die vor allem damals im heutigen Gebiet Syrien, Gazastreifen, Israel, Jordanien, Westjordanland, Irak, Libanon, Ägypten, Babylon etc. siedelten. Drittens. Politisiert wurden die Begriffe Semiten, Judentum, Zionismus bereits in Theodor Herzls Fanal Der Judenstaat 1896 erstmals publiziert verwendet. Dann vom Dritten Reich eigensinnig instrumentalisiert, um die Judenfeindlichkeit wissenschaftlich, nicht mehr religiös zu untermauern, wurden die Semiten zu einer minderwertigen Rasse erklärt, die zu keiner eigenständigen Kultur imstande sei. Hieraus entstand der Kampfbegriff Antisemitismus. Gleichzeitig gingen die Antisemiten davon aus, dass die Juden keine reinen Semiten seien. So laut Theodor Fritsch, diese zu 90% eine Mischrasse, hauptsächlich aus der semitischen, orientalischen, arabischen Rasse resultieren. Am Ende der nationalsozialistischen Herrschaft wurde die Bezeichnung Antisemitismus auch im Hinblick auf arabische Verbündete während des Dritten Reiches abgeschafft und zum Beispiel durch das Wort Judengegner ersetzt. Schon Eugen Düring wollte im 19. Jahrhundert das Wort Antisemitismus lieber als Anti-Hebräismus verstanden wissen. Sich der Propagandaapparat Goebbels der kulturanthropologischen Definition der Sprachwissenschaftler aus opportunen Erwägungen anschloss und tatsächlich nicht mehr der Begriff Semiten und Judentum als Synonym verwendet wurde im Dritten Reich. Unter Judentum Hebräisch versteht man einerseits die Religion, die Traditionen, deren Lebensweise und deren aus der Religion evozierten Philosophie als Judaismus, Gesamtheit der Juden, auch als Judenheit zu bezeichnen.
Hier differenzierte sich ein kleiner Anteil der semitenkulturanthropologischen Völker aus mit Noah, seinem Sohn Sem, als Semiten, mit präjüdischen, hebräischen, kanaitischen, monotheistischer Religion und stellten damit die Kanaaniter Hebräer im Reigen zahlreicher semitischer Völkerschaften ein Alleinstellungsmerkmal zur semitischen Völkerfamilie her. Ein weiterer Hinweis, dass die völkerkundliche Gleichstellung Juden gleich Semiten nicht zutrifft, sind die Mizrachim-Juden, ein in Israel gebräuchlicher Name für aus Asien und Afrika eingewanderter Juden der arabischen Welt und anderer muslimischer Länder wie in Persien, Buchara, Kurdistan, Indien, Kaukasus und den Juden aus Georgien. Erst nach dem Auszug der Hebräer, der Kanaaniter, der Israeliten aus der babylonischen Gefangenschaft 539 vor Jesus Geburt definierten sich die Hebräer Kanaaniter einheitlicher als Judenheit mit der Tora und dem babylonischen Talmud. Viertens. Dieser Namenswandel begründete die Entterritorialisierung mittels der eklatanten Bücher der Judenheit mit der Tora, dem Talmud, zu einer bücherreligiösen Gemeinschaft sich wandelte, war dies im Grunde der Glaubenskanon nach dem Auszug der Hebräer Kanaaniter aus Babylon, die Transformierung zur Judenheit ausgeprägt. Deshalb stieß Theodor Herzl, der Initiator der zionistischen Bewegung innerhalb des Judentums, auch Europas, auf so deutlichen Widerspruch bei über 90% der Juden, weil Theodor Herzl das Judentum mit einem Judenstaat wieder zu territorialisieren strebte. Juden sind religionswissenschaftlich definiert, Gläubige der mosaischen abrahamitischen Religion mit Tora und Talmud. Weil Juden von Anbeginn ihrer Geschichte immer wieder im Schraubstock kriegerischer großer Mächte sich befanden, gehört es zur beständigen Raison der Juden, sich eigentlich nicht territorial als Juden zu definieren, sondern wesentlich als Tora- und Talmudgläubige global verstreut, vereinzelt als Judenheit, wenn sie auch immer wieder ihre geografischen Heimaten verloren, stattdessen in diesen zwei Büchern ihre Kraft zum Überleben, ihre Heimat fanden. Weshalb gerade die orthodoxen Juden in Israel auch heutzutage sich dem Militärdienst der Zionisten-Kabale ihres Landes verweigern, da sie ihren Glauben besonders durch die Tora-Rolle und dem Talmud ableiten und nicht auf weitere eroberte Territorien trachten.
Die orthodoxen Juden sind deshalb gegen die palästinensische Landraubpolitik der Zionistenregierung zur Zeit Netanjahu in Tel Aviv und deshalb weltweit demonstrieren. Die Aschkenasen waren die allerersten Juden, die bereits vor dem jüdischen Krieg 70 nach Jesus Geburt, erst recht vor dem Bar Kochba-Aufstand 135, bereits zu Zeiten des römischen Imperiums vor Jesus Geburt nach Rom, auch als Händler und Wissenschaftler ausgewandert waren, dann mit den römischen Söldnertruppen nach Germanien in rheinisches süddeutsches Gebiet einwanderten, die erste jüdische Synagoge wohl auf deutschem Boden im rheinischen Gebiet auf das Jahr 110 nach Jesus Geburt taxiert wird. So soll die Übersetzung Führer Aschkenase ursprünglich, vielleicht auch heute noch, Deutschland gewesen sein. Diese Aschkenasen-Juden verbreiteten sich im Laufe der Jahrhunderte auf annähernd alle europäischen Staaten, auch Osteuropas, zum Beispiel Polen, der Ukraine. Dort etablierte sich das aschkenasische Judentum in den Städten mit einer jiddischen Sprache, die stark deutsch und zusätzlich sich jeweils aus der Sprache der neuen Wirtsstaaten kristallisierte. Im Allgemeinen war in der globalen Judenheit die semitische, hebräische Sprache wegen der Vernichtung der Juden im jüdischen Krieg, wegen dauerhafter Vertreibungen über die ganze Welt und Pogromen im Alltagsgeschehen der Juden die hebräische Sprache vergessen worden. Damit die Zuordnung der Juden zu den semitischen Völkern mit den Aschkenasen als Semiten endgültig kein Synonym mehr darstellte. Das Gleiche galt für die sephardischen Juden, die vor allem nach der Reconquista der Inquisition der katholischen Kirche auf der spanischen Halbinsel und dem Alhambra-Edikt von 1492, dem ersten antijüdischen staatlichen Dokument in Europa, nach Nord- und Westeuropa oder nach Nordafrika fliehen mussten. Diese Sepharden-Juden, benannt nach einer spanischen Landschaft, waren ursprünglich nach dem jüdischen Krieg 70 nach Jesus Geburt und nach dem ersten katholischen Kreuzzug 1099 vormals nach Spanien gezogen. Diese Sepharden, die zumeist später in Westeuropa, Skandinavien siedelten, allerdings wegen dauerhafter Pogrome gegen sie zunehmend nach Osteuropa, Polen, Ukraine, Richtung Russland flohen. So bestanden die jüdischen Gemeinden im deutschen Gebiet durch die Einwanderung der aschkenasischen Juden aus ca. 6.000 Menschen.
um ca. 100, 200 nach Jesus Geburt. Doch hatte sich die Zahl der Juden mit den sephardischen Juden bis zum ausgehenden Mittelalter, ca. 17. Jahrhundert, auf ca. 70.000 Juden in Deutschland erhöht. Nach Semiten, dann semitischen Juden, dann den Mizrachim-Juden, dann den aschkenasischen Juden, dann den Sepharden-Juden, tauchte eine weitere jüdische Strömung im weltgeschichtlichen Lauf in Erscheinung, die Khazaren-Juden. Nun, diese khazarischen Juden gingen aus einer Entscheidung eines turkmenischstämmigen khazarischen Fürsten namens Bulan, ca. 700 nach Jesus Geburt hervor, als dieser Fürst Bulan religiös motiviert, sagen die einen, die anderen vermuten, machtpolitisches Kalkül, gehorchte und dieser Fürst seinem Volke Ordre de Mufti, den jüdischen Glauben, schlichtweg verordnete. Die Khazaren waren ein ursprünglich nomadisches Turkvolk im westlichen Zentralasien, dem nördlichen Kaukasus und Teilen des östlichen Europas. Damit war das Khazarische Reich in seiner Blütezeit zwischen dem 8. und 11. Jahrhundert einer der größten Flächenstaaten auf dem euroasiatischen Kontinent. Von Anfang an der Geschichte der Khazaren-Juden wurden diese wegen fehlender jüdischer mütterlicher Abstammung von den orthodoxen Juden beargwöhnt, als Volljuden nicht anerkannt, sie keines semitischen Ursprungs als konstitutives Moment zum Judentum sein konnten. Bedingt durch die Weiträumigkeit Russlands, friedlicheren geschichtlichen Umständen im Osten, konnten sich dort die Khazaren millionenfach vermehren, im Gegensatz zu den Aschkenasen und Sephardenjuden, die wegen immer wieder ausbrechender Pogrome in West- und Nordeuropa nicht sich so zahlreich fortpflanzten. Dieses erklärt, warum 1933 sich das eurozentrische Judentum aus bis zu 10% Juden mit vielleicht semitischem Ursprung, den Aschkenasen und Sepharden, bestand, aber zu ca. 90% khazarische Juden waren. Wenn Menschen demnach jemanden als Antisemiten bezeichnen, kann sich dieses korrekt verwendet also nur auf Menschen einer semitischen Ethnie beziehen. Nur die Formulierung Antijüdaismus kann sich demzufolge auf Menschen aller Ethnien jüdischen Glaubens beziehen, halt aller Juden. Da circa über 85% aller Juden weltweit völkerkundlich beurteilt turk-slawisch-stämmiger Herkunft sind, den Khazaren, dem 13. Stamm angehören, siehe Arthur Köstler,
oder aber Mizrachim-Juden aus dem vorderen Orient und Nordafrika mit Berberherkunft sind. Die aktuelle ethnische Differenzierung in Israel ergibt, dass unter 5% der jüdischen Gesamtbevölkerung womöglich semitischen Ursprungs sind, Abkömmlinge der Aschkenasen und Sephardenjuden, aber zu über 75% eine turkmenisch-slawische Abstammung aufweisen, diese also garantiert keine Semiten sein können. Zum anderen über 15% der Juden Mizrachim-stämmige Juden waren, auch diese also keine Semiten waren. Wer also mit dem Begriff Antisemitismus hantiert, kann somit nur einen sehr geringen Anteil aller Menschen jüdischen Glaubens korrekt meinen. Semite und Jude als Synonym zu gebrauchen, entspricht akademisch formuliert selbstverständlich in 95% aller Fälle nicht den Fakten, sind schlicht und einfach Fake News. Historisch erklärt sich diese ethnische Splitterung der Judenheit folgendermaßen: 71 nach Jesus Geburt verübte das römische Imperium im Judäischen Krieg von Josephus Flavius beschrieben den eigentlichen Genozid an den Juden semitischen Ursprungs, um diese für die imperialistischen Interessen des Römischen Reiches gefügig zu machen, gegebenenfalls diese zu vernichten. Vertieft wurde der Genozid der Römer am jüdisch-semitischen Volk, als die vorletzten überlebenden Juden semitischen Ursprungs 900-fach, 74 nach Jesus Geburt, Massenselbstmord begingen, um nicht den römischen Legionären in die Hände zu fallen, nach der Erstürmung der Felsenfestung Masada. Noch gründlicher führte das römische Imperium den Genozid an den Juden semitischen Ursprungs aus, nach der Niederschlagung des Bar Kochba-Aufstandes 136 nach Jesus Geburt. Es damals sehr wenigen semitischen Juden gelang, sich mit der Flucht nach Nordafrika, Europa, der restlosen Vernichtung durch die Römer zu entrinnen. Um die historische Erinnerung an die Israeliten, Hebräer, Judäer im Heiligen Lande zu tilgen, konnotierten die Römer deren vormaliges Siedlungsgebiet in Palästina um. So setzte sich dann tatsächlich den Propagandamachenschaften der antiken Römer folgend auch auf den Landkarten zukünftiger Jahrhunderte
der Begriff Palästina fest. Die Semiten-Araber als Palästinenser bezeichnet wurden. Es wurde vom römischen Imperium umgefolgt. Die Juden semitischen Ursprungs vertrieben oder vernichtet. Die späteren Palästinenser, später Muslime, wurden angesiedelt. Der Anteil der Semiten jüdischen Glaubens sank auch deshalb, weil nach der Gründung des Kasarischen Reiches 700 nach Jesus Geburt mit jüdischer Staatsreligion der Menschen turkmenischer und slawischer Herkunft in Osteuropa, im heutigen Russland, Ukraine, Rumänien, Polen und so weiter zahlenmäßig diese so prosperierten, dass 1933 der Anteil der Kasaren turkmenisch oder slawischer Abstammung im weltweiten Judentum auf über 85% anwuchs, sich dabei der Anteil semitischen Ursprungs auf ca. 5% reduzierte. Der Anteil der Juden semitischen Ursprungs sich auf 5% reduzierte. Da der sephardische und aschkenasische Anteil der Juden Westeuropas, Nordafrikas durch Mischehen zum einen sich reduzierte, zum anderen wegen der galoppierenden Assimilierung, Verweltlichung der Juden, siehe Hannah Arendts Werk über Ralph von Hagen, der massenhaften Konvertierung von Juden in die protestantische oder katholischen Konfessionen, sich die Zahl der Juden semitischen Ursprungs auch historisch wegen der kontinuierlichen Judenpogrome gegen die Aschkenasen und Sephardenjuden bereits seit dem Mittelalter, auch in Europa mit Ghettos, gelben Sternen und Berufsverbot, deren Prosperität nachhaltig gelitten. So ist davon auszugehen, dass von den 6 Millionen Juden, die im Dritten Reich durch Arbeit macht frei getötet wurden, zu über 85% Menschen slawisch-turkmenischer Abstammung, also kasarische Juden waren. Die Vernichtung von slawischen Juden galt vor allem durch Arbeit macht frei, zum Beispiel im größten Rüstungsindustriekomplex von IG Farben im Dritten Reich, der sich neben dem Konzentrationslager Auschwitz befand, dort hauptsächlich die Juden, auch Zeugen Jehovas, Zigeuner, Schwule und Kommunisten mit Arbeit macht frei in den Fabriken von EG Farben vernichtet wurden und dann in den Krematorien der Konzentrationslager vor allem diese Leichen kremiert wurden. Deshalb wurden im Dritten Reich nur zu einem sehr kleinen Anteil jüdische Semiten jüdischen Glaubens umgebracht. Jude zu sein führte, wenn man sich hingegen der oft wohlhabenden sephardischen oder aschkenasischen Juden die Reichsfluchtsteuer nicht leisten konnte, zum unumgänglichen Todesurteil, wenn man als Jude, als Humankapital arbeitsunfähig wurde. Völkerkundlich gezählt findet so im Nahen Osten der permanente Krieg
zwischen der Mehrheitsethnie Slawen, turkmenischstämmigen Juden plus mizrachimstämmigen Juden in Israel mit einer Minorität von ca. 5% Semiten aschkenasischen sephardischen Ursprungs gegen fast 100% Semiten arabischen muslimischen Ursprungs im Gazastreifen, dem Westjordanland, ja der ganzen arabischen Region statt. Nach der jahrhundertealten Sprachverwirrung um die Wörter Semiten, Juden, Mizrachim, Aschkenasen, Sepharden, Kasaren und Zionisten zeigt sich ein grotesker Missbrauch dieser Wörter in den Mainstream-Medien, in der öffentlichen Diskussion. Ein interpretatorischer Wildwuchs hanebüchener Spekulationen resultieren daraus, um den Israel- und Palästinenserkrieg, den Krieg der Turkmenen, der Slawen gegen arabische Semiten, ein Krieg Muslime gegen Juden, über die Kriege im Nahen Osten heutzutage deshalb historisch, sprachgeschichtlich dekontextualisiert berichtet wird, die ohne über Kriege berichtet wird, die ohne Interventionen des christlichen Abendlandes oft genug Jahrhunderte friedlich beieinander und miteinander im Nahen Osten gelebt hatten. Doch wird die geschichtskonstituierenden Interventionen der europäischen Reiche, der jüdische Krieg im Jahre 70, die Kreuzzüge ab 1099, die Massenpogrome an Juden im Mittelalter in Europa, die Pogrome gegen Juden in Russland 1882 durch den Zar Alexander II. Nicht genügend für eine angemessene historische Bewertung berücksichtigt. Hannah Arendt selber, partiell ein Opfer der babylonischen Sprachverwirrung, war. Ein Buch mit gesammelten Essays herausgab mit dem Titel »Vor Antisemitismus ist man nur noch auf dem Monde sicher«. In diesem Werk besprach sie die ubiquitäre Verfolgung von Juden. Da ich der ursprünglichen Rubrizierung, Kategorisierung Semiten, den Sprachgeschichtlern zustimme, die die Spuren des Semitischen bereits vor der Bekehrung der Kanaaniter zur monotheistischen Religion sprachgeschichtlich nachwiesen. Somit der These des Herrn von Schlözer widersprechen. Das Wort Antisemitismus ist deshalb faktisch eine unzulässige Reduzierung, wenn über die Diskriminierung, die Vernichtung von Juden in den Konzentrationslagern und auch die Diskriminierung und Diffamierung von Juden heutzutage gesprochen wird. Aber faktisch völkerkundlich zu über 95% aller anderen Opfer der Konzentrationslager, Kasaren, Zeugen Jehovas, Schwule, Kommunisten dort umgebracht wurden und zu nur 5% Juden semitischen Ursprungs liquidiert worden waren. Dann aber Semiten
Und Auschwitz trotzdem und Antisemitismus und Auschwitz trotzdem als Synonym benutzt wird. Wieder historischer Tatsachen. Ich vermute, dass wegen der phonetischen Sperrigkeit der Formulierung Anti-Jüdaismus oder wie es Eugen Düring vorschlug, Anti-Hebräismus für aktuelle propagandistische Zwecke. Deshalb Antisemitismus als Kampfbegriff popularisiert wurde. Antisemitismus kommt als Parole schmissiger über die Lippen, während Anti-Jüdaismus, Anti-Hebräismus deutlich zungenbrecherischer sich über die Lippen quält. Hier die babylonische Sprachverwirrung um die Wörter Semiten, Antisemiten, Juden, Mizrachim, Aschkenasen, Sepharden, Khazaren und Zionisten. In ihren ursprünglichen Bedeutungsgehalten, seine beharrlichen Konnotierungen mit neu aufgeprägten Bedeutungsgehalten erleiden muss, auch zur Irritation der Analyse der Konflikte beiträgt, die sich um diese Wörter ranken. Dieses ist eine wesentliche Ursache, warum dann nach der Verwirrung der Begriffe dann zu oft auch die Verirrung der Tagespolitik folgt, dann leider dem die fortwährende weltpolitische Schieflage Kriege im Umgang mit der Palästinenser- und Israel-Problematik als auch der Kriege der arabischen Völker und Irans der jetzigen Zeit, die Missverständnisse daher rühren. Aufklärung, die Ursachen des Konflikts objektiv zu begreifen, verlangt deshalb erst einmal die Begriffe wieder im ursprünglichen Bedeutungsgehalt zu präzisieren. Die permanente historische Dekontextualisierung von den Mainstream-Medien, die Geschichte Palästina und Israel rationell seit dem jüdischen Krieg 70 nach Jesus Geburt endlich korrekt bewertet wird. Weil Europa mit dem römischen Imperium damals konstitutiv in die Geschichte des Judentums eingriff, was bislang zu sehr ignoriert wird. Bereit zu sein, unveräußerliche Menschenrechte für alle Menschen zu fordern, egal ob Jude turkmenischer Herkunft, Muslim semitischen Ursprungs oder Slave, später Vulgärrusse genannt. Gleiches Recht für alle durchzusetzen. Keine Sonderrechte, keine Sonderbehandlungen einer Ethnie, eines Volkes, eines Staates hinzunehmen, zu tolerieren, wirkliche Völkerfreundschaft zu realisieren, damit der ewige Frieden blühen kann. Wer von Antisemitismus spricht, hat zu begreifen, dass er sich dann auch gegen die Diskriminierung der Semiten im Gazastreifen und dem Westjordanland durch die zionistische Regierung Israels mit slawisch-turkmenischer Ethnien zu opponieren hat. Wie kompliziert das Thema ist, lässt sich auch bei Hannah Arendt erkennen,
als sie einst formulierte: Die Juden hätten vor allem zwei Feinde. Die einen wären die Antisemiten, die anderen die Philosemiten. Ich bin sicher, wenn Hannah Arendt später geboren worden wäre, sie hätte googeln können, wäre auch Hannah Arendt der babylonischen Sprachverwirrung um die Begriffe Juden und Semiten entgangen und hätte geschrieben: Die Juden haben zwei mächtige Feinde. Die einen sind die Anti-Judaisten, die anderen die Philo-Judaisten. Trotz allem kann das Zitat von Hannah Arendt als Aufruf begriffen werden, vor allem als Skeptiker mit diesen Wörtern zu hantieren und sich etwas